Willkommen zu einer weiteren Folge von News über Mario Maker DS. Das ist schon die 15. Folge und das erste Mal kommt ein Level von einer anderen Person und jetzt nicht ein Level von mir, wie immer. Diesmal habe ich ein Level von dem guten Atomkristall. Er meinte, sein erster Level wäre ein bisschen crap, aber naja, das sehen wir dann, wenn wir uns das mal angeschaut haben. Schauen wir uns das doch mal an. Ich werde jetzt bewusst einen Selbsttest reinhauen. Wer weiß, was passieren könnte. Wir gucken uns mal um. Erstmal, ich merke erstmal keinen Soundes. Dann gibt er mir Münzen. Dann sind so komische Münzen. Interessant. Moment. Sind das so... Lol. Peach Castle. Innerhalb von Bowser's Burg. GG. Ich glaube, der will mich tot sehen. Ich glaube, er will mich tot sehen. So. Ich glaube, du hättest das Scroll vertikal hier reinhauen müssen. Interessantes Level, aber zumindest. Auch wenn es nicht so das Ultimate Beste ist, aber. Hey, wenigstens habe ich meinen Level reingesendet bekommen und ja, das genießen wir einfach. Wow. Nein, 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 nein. Ach Gott. Ja. Was haben wir jetzt? Ich würde sagen, Pilz aktivieren. Ist in der Situation. Gott! Ich glaube, wir müssen Herr Tomic noch einiges zeigen bezüglich ja, Levelaufbau, aber das können wir dann später bereden. Erstmal schaffen wir dieses Level irgendwie. Ich würde sagen, ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde jetzt das Ganze mit selbst jetzt machen, weil ich denke mal, da haben wir würde ich einfach mal selbst benutzen. So. Erstmal müssen wir uns erstmal in dem vorbeischleichen. Der ist der erste schlimmste Gegner. So. Yep, wir machen das mit Safe-State. Halt, wir machen das vorsichtig. Wip. 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 Naja, wir werden noch ein paar Tipps geben, wenn wir dann fertig sind mit dem Level. So. Auf jeden Fall hier ein Safe-Set setzen. Give me the flower. Wow. So, und was ist jetzt? Ja, wenn ich das aufhaue. Keine Ahnung, was er damit bezwecken wollte, aber das will, werden wir später auskriegen. So. Damit hätten wir erstmal das Level geschafft. Ich denke mal, um Atomic helfen zu können, dass das nächste Level besser wird. Oder sein übernächstes Level, je nachdem. Würde ich sagen, gehen wir mal in den Editor und schauen uns das Level doch mal so an. Da kann ich vielleicht ein paar Tipps geben, denn ich kenne mich ja schon ein bisschen aus mit dem Editieren von Leveln. Als erfahrener Level-Designer von DS-Leveln, sollte ich dem guten Atomic oder Atomkristall mal ein bisschen aushelfen und mal ein bisschen so ein paar Tipps geben, damit er ein paar gute Level machen kann. Ich würde sagen, wir fangen mal von Anfang an. Wir haben ja festgestellt, dass auf einmal die Kamera hier war. Für dich mal so als kleiner Tipp. Bei der View kannst du den Haken bei Scroll Vertical setzen. Damit geht die Kamera in dem Fall nach oben, wodurch ich das hier sehen kann. Und da ist sie nicht da, sondern auch da. Das ist das Tolle an Scroll Vertical. Dann hätte ich vielleicht auch versucht dahinter zu gehen. Weil dann wäre das auch ein bisschen so deutlicher gewesen vom Bild her. Aber trotzdem geniales Rätsel, auch wenn das ein bisschen ja schlecht war. Okay, das ist jetzt ein bisschen schlecht, die zu kritisieren. Ich will einfach keine Level kritisieren, aber ich muss es einfach mal sagen. Dann hätte ich das vielleicht das gesehen. Wäre vielleicht nach hinten gegangen, aber. Erster Tipp, Scroll war der Kelly. Dann Musik. Hätte man eine coole Musik reinhauen können. Aber da wollen wir nicht kritisieren, das war deine Entscheidung, du wolltest keine Musik haben. Das mit dem Rauswurf fand ich ein bisschen interessant.
Dass da eine versteckte Pilz mit Vollblumen war, das hätte ich nicht gedacht. Clever gemacht, sehr nicht. Clever gemacht. Geh mal weiter. Der Mega Goomba. Wenn du den benutzen willst, dann müsstest du bei Sprite Set die 16-3 reinhauen. Was nicht geht, einfach geht, weil das ein Boss ist. Das Mega Goomba hättest du gar nicht auf den Hals setzen können, nur mal so gesagt. Es gibt eine größere Variante von den Nummern Goombas, glaube ich, aber die kannst du nie benutzen. Ich weiß es selber nicht. Wer es genau weiß, in die Kommentare. Die Brüder gehen nur über Sprite Set 3.1 zu aktivieren. Dann hättest du den freischalten können. Nur so gesagt, also der Mega Goomba, den hättest du nie beschwören können. Das fixe ich mal für euch. Ich denke mal, wir fixen das mal ein bisschen mit. Dann hätten wir das nämlich für euch auch als perfektes Level zum Rausgeben. Auf jeden Fall Score Vertical hier rein. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Das mit dem Leben ist schon geil, aber das Problem ist, wenn du ein Leben, ein Block über einen Wonderpilz-Block hast, dann wird er zerstört. Also er würde ich nicht kriegen, das wollte ich nur sagen, das habe ich mir festgestellt bei einem Level. Was wolltest du hier beschwören? Nothing? Warum wolltest du Nothing beschwören? Na gut, da frage ich nicht. Dann zum Midway Point. Müssen wir mal gucken, was hast du als Midway Entrance? Da müsstest du eigentlich einen Entrance setzen. Und den müsstest du als 6 machen. Weil damit würdest du, weil hier eingestellt ist ja Midway Entrance 6, würde ich dann genau hier rauskommen. Und würde dann auch hier spawnen. Was müssen wir noch machen? Da war irgendwas mit dem Progress Bar. Yep, das war auch noch. Wo war es denn? Progress Path 1. Da würde ich das auch noch hinsetzen. Dann hätte man das vervollständigt. Add Path. Das sind so Sachen, die sollte man eigentlich so in einem Level gar nicht in so ein Level einfügen. Weil das kann manchmal ein bisschen trickreich werden. Einfach hinsetzen und schon fertig hast du es. Immer so gesagt. Das sind aber nur so optionale Dinge. Die Sprungfeder, das ist ein bisschen schlecht gesetzt. Den würde ich nicht freischalten bekommen. Von der Falle her würde ich aber mal sagen, einfach so eine Sprungfeder gleich hinsetzen, wäre eigentlich auch gleich noch schon eine fiese Falle, weil hier Lava ist. Das ist auch ein bisschen fies, aber gut. Du hast da Blöcke versteckt. Sollte das so eine Kaiser-Mario-Falle werden, oder was hattest du vor? Kommentar bitte eine Antwort. Die 21 geht natürlich auch nicht. Hätte ich nie beschwören können. Auf jeden Fall hätten wir das Level da ein bisschen gefixt. Das wolltest du bestimmt als Starcoin 2 verkaufen oder 3. Da musst du das ja auch ändern auf Starcoin 3 oder so. Wie 2 ist, habe ich keine Ahnung, oder wenn es den da fragen. Auf jeden Fall sonst ein sehr tolles Level und ja, ihr könnt es runterladen und damit würde ich auch die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gucken wir uns ein neues Level an, entweder von jemand anders oder wieder eins von mir. Mal gucken. Also ja, bis dahin und ja, ciao.